Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lego Dimensions. Neben mir der Drachenbursche. Neben mir der Lehn 16. Wenn wir schon bei falschen Aussprachen sind. Aha. Dafür bemühen wir uns, die anderen Namen heute richtig auszusprechen, die wir grüßen wollen. Das wäre nämlich einmal der Kahn. Oh, ich dachte, du machst es. Nein, ich mach nicht den Oliver. Okay. Nee, was? Nein, nicht. Und wir grüßen natürlich auch Nyx. Nee, ich dachte, du machst den Captain. Captain? Kirk. Captain Kirk, nee. Kahn! Das habe ich dir überlassen, nee. Oh. Wir sind mittlerweile bei den Level Packs angelangt, nachdem wir die Hauptstory durch haben. Und wir haben uns gedacht, wir fangen einfach mal damit an, dass wir zurück in die Zukunft reisen. Mhm. Hier seht ihr die 4 Level Packs, die es aktuell gibt. Es wird natürlich noch deutlich mehr geben. Und ja, einmal wäre das hier, das ist das Doctor Who Pack, das ist das Portal Pack, das hier ist das Zurück in die Zukunft Pack und das ist das Simpsons Pack. Und wir fangen an mit Zurück in die Zukunft. Mit Marty McFly, der muss übrigens auf dem Podest sein, sonst könnt ihr das Level nicht auswählen. Ja, momentan haben wir alle Genau, wir haben jetzt alle 4 Leute aus den jeweiligen Level Packs drauf, deswegen können wir überhaupt reinstarten. Ich tue aber mal Jailbreak und Homer. Len wechselt schon wieder. Ja, ich bin der Portalmeister. Ja. Ich bin der Dimensionsmeister. Mhm. Der Meister der Wurmlöcher. Oh ja. Nun zu tierischen Neuigkeiten. Letzte Nacht wurde eine große Menge Plutonium von Gorillas gestohlen. Ob sie es wohl gegen Bananen eintauschen wollen? Es waren Guerillas, nicht Gorillas, kennt? Oh, natürlich. Ich bringe meine Primaten immer durcheinander. Hey Doc? Doc? Hallo, niemand da? Einstein? Doc, das ist ja eklig. Ehrlich, wo sind Sie? Ich schätze, ich kann mich eine Weile entspannen. Oder ich baue den Verstärker zu Ende, an dem der Doc arbeitet. Nee, ich glaube, wir entspannen uns lieber, oder Len? Ja. Wir nehmen die Entspannungsvariante. Der Doc sollte wirklich eine Putzkraft einstellen. Ja. Wir haben den falschen Doc dabei. Hier brauchen wir eine Drohnenluke. Hilft uns leider nicht weiter. Es gibt Doc Brown gibt es nämlich noch nicht zu kaufen. Der kommt erst später. Das heißt, wir können hier auch noch nicht alles machen in dem Level. Verdammt. Dafür könnten wir aber das Dings mal wieder drauf tun. Von Scooby-Doo. Das Dings. Mystery Machine. Mystery Machine, genau. Nee, das meinte ich eigentlich nicht. Ich meinte eigentlich das Sandwich. Damit könnte man nämlich die goldenen Sachen kaputt Dann machen. Sag doch Sandwich! Ach. Ich fand das Dings als Aussage viel besser. Ja, natürlich. So. Achso, wir können so nahe Gegenstände zerstören. Aber wir können natürlich auch erstmal feuern. Nein, du sollst das essen. Ja, ist gut. So, essen. Ups, falsche Taste. So, essen. Ah, und jetzt rein da. Dann können wir noch Feuer spucken. Feuer! Es sieht so gut aus, wenn Marty McFly einfach Feuer spuckt. Na komm. Keine Sorge, ich mach das. 1 von 5. Mach die mal alle gleich, sonst vergessen wir's. Oh, da oben ist eins. 2 von 5. Da hinten habe ich auch noch eins gesehen gehabt. Eigentlich sehr nett eingerichtet hier, oder? Da oben ist eins. Ja, da unten ist auch eins. Ja, das ist da unten. Und da oben ist noch eins. Ah, das ist andere. Okay, das hatte ich noch nicht gesehen gehabt, das davor. Nein, jetzt komm Marty. Oh, Tick-Tack, die Zeit läuft. Geh mal hier hin, wo ich bin. Ja, es ist immer so. Es ist nur so ein bisschen angewärmt, aber richtig kaputt gegangen ist nicht. Genial. Man muss hin. Da ist irgendwas im Weg. Da ist die blöde Treppe ist direkt davor. Ich kann die aber auch nicht abschießen. Na gut, das kriegen wir schon noch hin. Hier ist noch eins. Dann machen wir erst das da oben, das ist glaube ich leichter zu treffen. Definitiv. So, das waren dann mal 4 von 5 und ich versuche jetzt auch noch vielleicht von da oben irgendwo. Na komm, Marty, hoch da drauf. So schwer kann das doch nicht sein, Marty. Streng dich mal an hier. Aua. So wäre das gegangen. Warte, ich glaube, jetzt bin ich drauf. Jawoll. Kein Screenshot ist hier möglich. Ist schade. Nein. Dabei hätte ich doch so gerne einen Screenshot gehabt. Ich mache noch mal ein bisschen Gitarre-Move hier. Du bist zu weit weg. Ja, weil ich kann es glaube ich gerade auch nicht machen. Weil ich noch im... Ah doch, damit geht's. Wunderbar. Da vorne ist übrigens auch noch eins. Ja.
Die Attacken sind eigentlich cool von ihm, oder? Oh ja, der rockt. Der rockt ziemlich. Der hat auch einen sehr coolen Sprungangriff. Auch mal kurz mir auch noch zeigen. So, hat Bam! Ah. Oh, so, jetzt hochgekommen. Achso, okay. Na, das Bett. Wäre ja zu einfach gewesen. Ja. Was muss man hier machen? Ah, das Hoverboard. Sehr schön. Hoverboard. Ich baue schon mal hier ganz schnell zusammen. Das Mattel Hoverboard. Ja, möchten wir. Und das Hoverboard steht auch schon drauf. Das heißt, wir speichern es jetzt auf dem Chip und haben es dann auch gleich zu unserer Verfügung. Chip gespeichert. Das Mattel Hoverboard. Ja, das Mattel Hoverboard. Mattel. Oh, 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 drauf. Jawoll. Kann es fliegen? Nee. Ja, es hovert. Ja, aber ich meine richtig fliegen, also nach oben. Nein, natürlich nicht. Es ist ein Hoverboard und kein Flying Boat. Ja, okay. Es hovert. Ja, es schwebt. Ich weiß auch, wo er studiert hat. In Harvard. Drachenbursche ist wieder da. Hurra, hurra. Der Bursche mit dem roten Haar, nein. Nein. Ja, braun, auch wenn hier blond nachgesagt wird. Hier wird blond nachgesagt? Ja, ja, hier wird immer gesagt, ich hätte ein blondes Haar. Keine Ahnung. Ich bestreite es dann immer. So, da oben ist auch noch irgendwas. Das ist wahrscheinlich nur das, was wir schon gemacht haben, oder? Über größere Lücken zu schweben. Ah! Ach, cool. Okay. Verkackt. Kommt es auch wieder nach oben? Achso, wenn ich da hochgehe, geht es dann auch nach oben von alleine das Board? Ist das clever? Ach nee, ich kann das. Ah, ich kann das. Nein. Nein, du sollst es nicht essen. Ich hab's auch weggetan. Ah ja, tust mir nochmal drauf. Of course. Okay, haben wir das schon mal gebraucht vorher? Ich weiß es gar nicht. Nee, vielleicht haben wir es nicht mitbekommen. Ja, vielleicht musst du mit dem Board. Ich bin Gandalf, der Hover. Ich bin Hover Gandalf. Gabber Gandalf war gestern, wir haben Hover Gandalf. Hier? Ja. Nein, mein Board, mein Hoverboard ist weg. Dann hat mir mein Hoverboard geklaut. Na, wo kommt's jetzt raus? Wir arbeiten. Jetzt wollt's gerade zu mir hochspringen, hast du gesehen? Jetzt ist oben wieder. Okay. Das ist, also das Ganze haben wir das noch nicht erfasst. Nein. Ich versuche jetzt einfach mal ganz schnell darüber zu kommen. Es geht. Nicht so wie es sein sollte wahrscheinlich, aber. Egal. Es geht. Und der Batman hat keinen Spaß mit dem Bett. Ja. Oh, Toast! Ja, kann man immer gebrauchen. Toast. Das gibt ein Toast. Ach so. Geister! Ah, Geister. Da oben ist ein Minikit, ja, da kann man nicht Geister. Dran. Geister? Okay. Nee, Geister. Das war ein Spot. Das war ein Spot. Ich würde schon sagen, muss man hier die Geisterjäger holen. Aber die haben wir ja auch noch nicht. Die gibt's ja auch noch nicht. Aktuell. Grünes Licht für die Vorhänge. Ah ja. Was tut es? Das macht die Vorhänge auf. So, ich dachte, es leuchtet grün. Hätte man natürlich auch selber machen können, aber hey. Nein. Warum selber machen, wenn wir eine Maschine haben, die explodiert? Ah, wir kommen weiter hier mit unserem Verstärker. Ja. Klasse. Mal sehen, was dieses Baby leisten kann. Oh yeah. Oh, das ja. Sind, glaube ich, die Originalzeilen aus dem Das kann Film, gut sein. Aus dem ersten. Kann sein. Es ist sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Und ist auch ziemlich genau der Plot. Bis jetzt. Das Kanu. Wo sind sie? Ich hab schon auf sie... Sag nichts! Wir müssen uns heute Nacht um 1:45 an der Twin Pines Mall treffen. Erzähl das niemandem und bring deine Videokamera mit. Was? Okay. 1:15 Uhr, genau wie befohlen, Doc. Komm, mein Hoverboard. Doc? Fang an zu filmen! Tja, dazu müssen wir aber erstmal hier etwas zusammenbauen, bevor wir hier filmen können. Und zwar den DeLorean. Bam, bam, bam. Yep, wollen wir, das Modell sitzt auch schon auf dem Feld, da wo es hingehört. Wird natürlich noch kurz gespeichert und dann können wir es auch gleich verwenden. Bum, bum. Das ist die Zeitmaschine, das heißt wir können auch diese Zeitreise-Sachen machen in den anderen Leveln. Eine DeLorean? Eine Zeitmaschine! Raus
aus der Stadt. Wenn dieses Baby 140 Sachen pro Stunde fährt, dann kannst du was erleben. Zeitreisen sind so einfach? Ja, wenn man den komplexen Teil ignoriert, wie die 1,21 Gigawatt Strom, den man braucht, um den Fluxkompensator zu aktivieren. Die Zeitschaltkreise sind eingestellt auf den 5. November 1955. Der Tag, an dem ich das Zeitreisen erfahren. Grundgütiger! Es sind die Libyer! Sie haben mich gefunden! Ich hab mir was von ihnen geborgt! Schnell, versteck dich! Ich lenk sie ab! Okay. Das Schwein. Oh! Schmerzhaft. Doc, nein! Ich muss hier weg. DeLorean. Wow, das ist heftig. Moment mal, wenn ich den DeLorean aufhalten kann, kann ich zurück in der Zeit reisen und den Doc retten. Komm schon, Marty, dafür haben wir keine Zeit. Der Doc sagte, seine Maschine bräuchte nur einen kleinen Schub, um in der Zeit zu reisen. Hoffen wir, es funktioniert. Schade, man kann sowieso keine Sachen zerstören mit der Gitarre. Also man kann nicht laufen und zerstören. Das wäre natürlich noch praktischer gewesen. Hier haben wir silberne Sachen, das heißt, wir bräuchten mal wieder die Hexe. Wenn's recht ist. Muss der Len wieder suchen gehen, wo unsere Charaktere alle sind. Nee, ich muss vor allem die Sachen runternehmen. Ich bin nicht der Held, den ihr verdient oder braucht. Also, geh ich jetzt. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss, Batman. Bye, Batman. Na, hallo, meine Hübschen. Hallo. Das ist gut, dass du Batman runtergenommen hast. Genau, den brauchen wir nämlich jetzt wieder. Piu, 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 piu. Keine Sorge, das ist nur menschlich. Oder ist das doch... Seit 300 Menschenleben bin ich schon auf der Erde. Wiedersehen. Du bist nicht auf der Erde, du bist in Mittelerde. Ja, ist auch eine Erde. Da steckt ja Erde drinne. Der Doc lebt da zumindest noch. Er atmet noch. Wow, da waren viele Münzen. Er atmet? Ja, er bewegt sich noch. Ah ja. Vielleicht nicht mehr viele, aber er scheint zumindest noch halbwegs anwesend zu sein. Also im Film war das anders. Sehr lange her, da ich den gesehen habe. Muss ich mal wieder machen. Echt? War doch erst der Back to the Future Day. Ja. Den Tag hatte ich keine Möglichkeit. Den Film zu schauen, so leid es ja, aber hat. Die Tage darauf oder danach. Ja, irgendwie zeitlich alles manchmal etwas suboptimal. Als zurück in die Zukunft Vergangenheit war. Ja, genau. Ja, an einem Tag war es Zukunft, an einem anderen Tag war es Vergangenheit. Crazy. Crazy. Haha. Hast du das andere schon an diesem Ding schon gezogen gehabt? Ja. Ah. Aber ich war dran, hatte ich gerade da. Ah, Batman, gezogen. Ah, Batman ist auch wieder da, ja, passt. Ja. Zeitschaltkreise sind an. Fluxkompensator luxuiert. Kann der DeLorean läuft und los. Kann der DeLorean überhaupt was? Was? Außer rumfahren kann der DeLorean gar nichts, oder? Drück Kreis. Warte, wahrscheinlich nur kurz drücken, oder? Ja. Wenn er steht. Achso, wenn er steht. Okay, und dann? Dann macht er auch nichts. Er zeigt zwar immer an, dass er was macht, aber. Ich weiß, wo wir hin müssen. Aber sicher kein Vergleich zu meinem Besenstiel. Na komm. Sie meint also, es hätte mehr Stiel als ihr Besen. Du hast es gerade. So. Ich hab's gerade kaputt gemacht, was du gebaut hast? Nee. Nee, du hast gerade das kaputt gemacht, wo ich drauf stand. Ah, das tut mir aber leid. Gut, wenn du den DeLorean nicht fahren willst, dann fahr ich ihn. Ja, mach mal. Bom. Sehr schön. Oh nein! Die Bananen. Diebe. Was wollt ihr denn von mir? Ey, Bananen haben immerhin Boromir hier umgebracht. Also zumindest in Lego Herr der Ringe damals. Achso. Alles oder nichts. Er wurde von einer Banane getötet. Banane. Pfeile konnten ihm nichts anhaben, die Banane schon. Bananen sind fies. Ach, das sind unsere Gorilla-Freunde oder was? Die in den Radio, in den Nachrichten waren. Sehr, sehr nett. 1,21 Gigawatt. Hat anscheinend funktioniert. Ja. Aber wir waren keine. Geklappt? Es hat geklappt! Wow! Wenn der Doc das wüsste, würde er den Verstand verlieren.
Bestimmt im Jahr 1955. Ganz bestimmt. Natürlich. 1955. Schon ein bisschen länger her. Ja, und außerdem 30 Jahre bevor der Film war. Wenn ich den Doc in dieser Zeit finde, komme ich vielleicht nach Hause. Film ist ja 85 rausgekommen, ja, der erste. Ja, schon wieder was aus dem anderen Level-Pack, was auch noch nicht gibt. Arcade. Midway Arcade. Arcade. Also man braucht auch die anderen Sachen. Da hoch. Ja, hatte ich auch gerade vor. Man braucht also auch die anderen Level-Packs und so weiter, wenn man hier auch alles holen möchte. Man braucht die anderen Chars. Die anderen Chars. Bin mal gespannt, ob man die Level dann jetzt, wenn man sie zum zweiten Mal, also die hier im freien Spiel spielt. Oh, eine Vogelscheuche. Ob man dann immer noch immer die Charaktere braucht, um in die Level reinzukommen, oder ob die jetzt schon freigeschaltet sind, wenn man sie einmal durchgespielt hat. Naja, wir werden es herausfinden. Kra, kakra, was ist das? Ein Minikit ist das da oben. Oh. Mittlerweile weiß ich, wie die Dinger aussehen. Oh. Muss man nur hinkommen. Ich bin hier noch nicht fertig anscheinend. Anscheinend. Scarecrow ist da oben, dann kann Batman sich wieder aufregen. War so gut am Anfang von Lego Dimensions. Ja. Wobei ich diesen Humor von Lego Dimensions fand ich, war am Anfang noch deutlich besser. Also allein dieses Intro war richtig genial. Hat da ein bisschen nachgelassen, fand ich so mit der Zeit. Komm, Javi. Komm, Hoverboard. Javi. Komm her. Wenn jetzt Javi Dent gesagt hätte, hätte ich es ja verstanden, aber... Ah, hier oben bräuchtest du das Hoverboard wahrscheinlich normalerweise. Ja, richtig. Deswegen wollte ich das Hoverboard haben. Ah. Aber irgendwie... Yay! Da ist was für Batman. Das Hoverboard hört nicht so richtig zu, oder? Ne. Oder uns wird viele Münzen. Schau mal die Münzen, die da oben sind. Hava. Alter, wenn man an der richtigen Stelle schaut, kriegt man so viele Münzen hier. Und wie soll man das... Das ist doch kein Minikit. Warte. Was? Doch, das ist ein Minikit. Das ist ein Minikit da oben. Wie kriegt man das? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Okay, Schluss mit Minikit. Vielleicht hätte es da einfach rausfallen müssen oder so. Also hier kommen wir auf jeden Fall wieder raus aus der Show. Ja, lass mich hier mal... Level-technisch geht's da weiter. Aber wir wollen ja Level-technisch noch gar nicht weiter. Wir wollen natürlich noch hier... Hier mal Batmanisch ein Minikit holen. Wie hast du es geholt? Achso, du hast das auf der anderen Seite erst geholt. Okay. Ich hab gar nicht was. Javi, wo bist du? Muss man das irgendwie anschießen oder so? Irgendwie muss man noch da rankommen, das Kackding. So. Ah ja, man muss es einfach. Oh wow. Hui, ich hover hier, ich hover dort, ich hover an jedem Ort. Du hoverst Alter, man kann ewig weit hovern. Mehr als der dunkle Lord. Oh, ich hover mehr als der dunkle Lord. Ey, es geht sogar. Ja. Im Hoverboard. Ach so. Okay, dann ist cool. Aber ist auch ein Fahrzeug. Wir werden nett empfangen auf jeden Fall. Man schießt auf uns schon wieder, Len. Machen Sie auf! Kenn ich dich? Wenn du wegen der seltsamen Lichter und Geräusche hier bist, das war mein Nachbar. Nein, Doc, ich bin's, Marty. Aus der Zukunft. Ich kann alles erklären. Grundgütiger! Ich weiß das. Das ist heftig, Doc. Und das noch was, nachdem wir aufgenommen hatten. Nein, sag nichts! Niemand sollte zu viel über die eigene Zukunft erfahren. Apropos, wir müssen dich in deine zurückbringen. Wo sollen wir 1955 1,21 Gigawatt Strom herbekommen? Vom Blitzschlag, Marty. Einkaufsliste. Das sollte reichen. Wenn wir den Blitzschlag auf die Zeitmaschine ableiten können, hätten wir alle Energie, die wir nur brauchen. Alles, was du tun musst, Marty, ist diese Kabel anzuschließen, damit, wenn der Blitz einschlägt, er auf die Maschine abgeleitet wird. Aha. So weit, so gut. Ein mathematischer Blitz also. Der abgeleitet wird. Ja, ja. Oh mein Gott. Wir brauchen jemanden, der graben kann. Die Hexe kannst du aber auch gleich drauf lassen, die brauchen wir auch noch. Also kannst. Wildstar würde ich runternehmen, die brauchen wir momentan nicht. Aber. Oh, das ist so ein schönes Auto, das will ich gar nicht kaputt. Oh, ich muss es gar nicht kaputt machen.
Hey, da kann man speichern. Ich speichere mal. Ich habe so das Gefühl, das Level könnte kurz werden, was ich sehr schade finde, weil es eigentlich sehr cool ist. Ich habe das Gefühl, nachdem wir wieder zurück in der Zukunft sind, ist es auch schon wieder vorbei. Ja, das ist genau meine Befürchtung auch. Ja. Da ist ein Friseursalon. Ich nehme mal einen Scooby und grabe mal ein bisschen. Ja, du kannst hier gitarrieren. Gitarriere hier mal vor dem Fenster. Achso, ich bin kein Gitarrenheld mehr, ne. Gut, dann nehme ich meinen rechtmäßigen Platz ein. Mach das. Ich habe das rechtmäßige Minikit eingenommen. Okay, ich weiß nicht, was das gebracht hat, aber ich kann das bauen. Batman ist auch... Ah doch, ja, Batman ist da. Batman ist da. Boah, kann Scooby auf das... Ja, Mann, Scooby! Ah, Scooby. Oh, ist das cool. So. Wo ist denn die Hexe? Ich brauch... das ist die Hexe. Oh. Ich brauche jemanden, der fliegen kann. Ah, da. Können wir da hoch. Oh. Achso, man konnte auch so da hoch. Ja. Ich bin so gewöhnt, für sowas mit die Hexe zu benutzen. Ja, ja. Kein Ding. Sowieso eine der hilfreichsten Charaktere, die wir haben, glaube ich, die Hexe. Ja. Meet Upstart. Also wenn man sich einen Charakter kaufen will, dann sollte man sich zum Beispiel einen Emmet kaufen, weil man hier unbedingt rein muss. Hinweis, Hinweis, Zwinker, Zwinker. Achso, hier müsste man dann normalerweise das Zeug um den Hoverboard machen. Aber ich habe mich hier fürs... Ach, du bist schon Emmet. Der Part von LEGO Dimensions ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Außerdem könntest du natürlich meinen Kanal abonnieren, dann wirst du in Zukunft keine Videos mehr von mir verpassen. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn du mal auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeischaust. Dort bekommst du immer die neuesten Infos zu mir und meinem Kanal. Die Links zu den einzelnen Seiten und natürlich auch zum Kanal vom Len16, der das Ganze hier mit mir spielt, findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.